Ich lebe hier auf der Hallig Langenes mit meinem Mann Honke, meinen Kindern Nils, Lasse, Ose und Tade, meinen Schwiegereltern Freak und Helgert und natürlich mit unserem Hund Emma. Die Hallig ist ungefähr 10 Quadratkilometer groß und liegt mitten in der Nordsee. Und eine Hallig unterscheidet sich von einer Insel, dass eine Hallig keinen Deich hat, die sie dann schützt vor Sturm, Wasser, Landunter. Damit wir vor dem Landunter geschützt sind, haben wir eben halt so kleine Erdhügel. Das sind die sogenannten Warften, auf denen wir dann unsere Häuser gebaut haben und vor dem Hochwasser geschützt dann leben können. Es gibt mal ein Landunter, das dauert nur einen Tag. Das ist also auch so der Normalfall. Wir haben aber gerade jetzt auch im Januar den Fall gehabt, dass wir also auch 3 Tage hintereinander Landunter hatten. Und dann sitzt man sozusagen auf seiner eigenen Warft dann wie auf so einer einsamen Insel dann fest, kommt nicht weg. Und ja, man wartet dann einfach sozusagen ab, bis das Wasser dann wieder weg ist. Wir genießen den Tag dann, dass es einfach ein ruhiger Tag ist, dass es einfach ein bisschen anders läuft als ursprünglich geplant. Ja, nach einem Landunter ist meistens erstmal Aufräumen angesagt. Der da ist und Zeit hat, der macht einfach mit. Da, wo der Höchststand des Wasserstandes war, da bleibt eben halt ein Spülsaum dann liegen. Das ist also so, ja, da sind Stöckchen sind dazwischen, das ist abgestorbenes Gras. Das bleibt dann eben halt auf der Warft liegen. Und das räumen wir dann eben halt wieder weg. So wie in den Bergen eben halt der Schnee dazu gehört, so gehört bei uns im Winter das Landunter dazu. Die Solarleuchten sind für uns interessant, weil wir eben halt ja nicht hier konstant, ich sag mal, super Sommerwetter haben oder sonniges Wetter haben. Und wenn wir mal 3 Tage düsteres Wetter haben, also mit Sturm und Regen, ist es abends dann trotzdem hell. Und gerade weil wir hier eben halt erst seit 50 Jahren ein Stromkabel haben, müssen wir das nicht jetzt irgendwie hier suchen und dann vielleicht noch anzapfen, sondern man kann sie eben da aufstellen, auf der Warf, wo man sie in dem Moment dann braucht.